wenn sie darüber nachdenken, sich eine Akustikkamera oder Soundcam oder irgendein Beamforming-System anzuschaffen. Die Frage ist, kann das überhaupt so schnell und präzise auflösen, damit ich meine Problemstellen detektieren kann? Ich teste das jetzt einfach mal aus. Wir nutzen mal den Headvisor, das ist schon ein High-End-Produkt, auf einem einfachen Beispiel und gucken mal, ob er das auflösen kann. Today I like to check the Headvisor system. How fast it can tell me where the noise is coming from this bicycle. Let's make some noise. Okay, that was easy. Let's check the brakes. Okay, that was the front brake. And that was the brake behind. Or both at the same time. Or really at the same time. Terrible bicycle. What about the soft noises? Like directly online. Okay, das war jetzt schnell. Aber was ist mit tiefergehenden Analysen? Ich würde gerne ein bisschen Post-Processing machen. Wir betrachten mal den Moment, wo die Bremsen im direkten Wechsel quietschen. Das sind diese 10 Sekunden Messzeit hier. Jetzt fahren wir den Punkt an, wo die Vorderradbremse quietscht. Das ist hier. Und da sieht man schon, ja, es kommt von vorne. Wir zoomen da mal näher ran. Konzentriere mich auf diesen hohen Frequenzpeak. Dann sehe ich tatsächlich, das ist die Stelle, wo die Bremse zupackt. Aber einen höheren Pegel sehe ich hier bei 4 kHz, wo die Federgabel, angeregt durch den Slipstick-Effekt, auch abstrahlt. Mit knapp 58 Dezibel. Dieser Peak entsteht da, wo man es erwartet, auf der eigentlichen Bremsscheibe, 60 Dezibel. Aber der Autospeaker kommt ja oben vom Rahmen, knapp 68 Dezibel. Hier wird wahrscheinlich eine Mode angeregt worden sein. Die eigentliche Abstrahlung der Bremse ist hier vernachlässigbar leise. Gucken wir uns die Hinterradbremse an. Auch hier ist der Pegel an dem Bremsklotz vernachlässigbar gering. Der erste tonale Peak sehe ich hier an der Strebe zum Gepäckträger oben. Hier dieser ganz deutliche Peak kommt vom Kettenspanner. Und dieser Ton bei knapp 1 kHz kommt von, mal gucken, der ausgeklappte Ständer. Darauf muss man erstmal kommen. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. 10 Sekunden messen, eine Minute auswerten und ich weiß ganz genau, welches Bauteil welche Frequenzen an welcher Stelle zu welchem Zeitpunkt abstrahlt, in welchem Pegel. Und ich weiß, ob irgendwelche Moden auf meinem Rahmen entstehen, die ich jetzt weiter analysieren könnte. Nach einer Minute 10. Ich denke, das beantwortet die Frage, ob man sich so ein System anschaffen sollte. Thank you.